Moin Leute, herzlich willkommen zu einer schönen schwitzigen Folge von Papers, Please, meine Damen und Herren. Ich habe ein richtig großes Problem. Ich glaube, ich werde in dieser Folge umgebracht, denn ich hatte in der letzten Folge einen Auftrag, jemanden kalt zu machen. Und es könnte sein, dass das ein bisschen schief gelaufen ist. Aber wenigstens werde ich nicht arm sterben. Ich habe 140 Credits. Dafür kann ich mir tolle Sachen kaufen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, auch ein Lutscher. Arzt Totzka bereitet, antegrischen Verräter aufzunehmen. War das gerade richtiges Deutsch? Habe ich das richtig vorgelesen? Ich weiß es nicht. Mein Kopf ist Matsch, Leute. Der funktioniert noch schlechter bei Hitze. Selbst wenn es kalt ist, hat das Gehirn manchmal schon große Probleme. 13. Dezember. Ach man, die fahren bestimmt gerade Schlitten. Aber Schlitten fahren wäre jetzt geil. Aber ich muss arbeiten. So, Inspektor, ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist auferlegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Ich wollte gerade sagen, vorlesen. Ja, die müssen den vorlesen. Vorlegen! Ei, das gibt's doch nicht. Einreisende mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweisanhang. Es lebe Arzt Totzki. Ei, ei, Chef. Oh Gott, was, die hat ja gar keinen Hals. Okay, aber ist nicht schlimm. Ich finde sie trotzdem sexy. Die habe ich doch schon in der letzten Folge gesehen. Du siehst doch so nicht aus. Du willst mich doch hier gerade verkackeiern. Eleanor, das Bild ist anders. Das bin ich. Nee, du gibst mir mal schön deine Fingiprindis. Mach mal schön hier, ne? So, jetzt wird mal hier schnell überprüft, ob Eleanor gleich hier direkt mal eingekerkert wird. Oh, doch, nee, du musst... Das bist du ja wirklich. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, ist denn ansonsten alles richtig bei dir? 1,73, bist du? Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Tag. Wieso ist denn da ein Grund zum Ab? Das war doch alles richtig. Okay, es lebe Stotzki. Ja, ja, ich lebe auch immer gerne. Ich bin immer richtig, richtig gut drauf. Das ist immer eine gute Zeit hier. Ach ja, oh. Oh, das ist das neue Ding. Ich möchte politisches Asyl beantragen. Ja, zeigen Sie mir doch mal Ihre 5 Finger. Im besten Falle, ja, Sie haben 5 Finger. Svetlana Tovarisch. Ist das denn alles richtig, Svetlana? Das ist schon mal eine Übereinstimmung. Das ist schon mal sehr gut. 20. Moment mal. Moment. Ach nee, der 20. ist ja noch gar nicht. Ach ja, ich bin heute richtig gut drauf. Ich bin heute topfit. Sind Sie eine Verbrecherin? Nee, Sie sind keine Verbrecherin. Ja, dann würde ich doch mal sagen, Madame. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Danke. Ja, bitte. Ich hoffe, hier ist es besser. Nee, ist es nicht. Ist genauso scheiße wie da drüben. Die Leute denken immer nur, das ist besser. Aber unsere Straßen sind nicht mal aus Gold. Oh, warum bist du so traurig? Ich komme zu Besuch. Dauert es auf. Warum ist er so traurig? Guckt mal sein Gesicht an. Ach Mann, ey. So, Besuch einen Monat. 30 Tage, ja, das stimmt. Ach Mann, ey. Den muss ich rüberlassen. Hoffentlich hat er nicht Scheiße gebaut bei irgendwas. Ah, sieht alles gut aus. Das ist auch nicht gefälscht. Er wiegt 85 Kilo. Kurze, helle Haare. Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß, Kollege. Oh, wie ist dein Name? Moment mal, oh Gott. Du hättest mich fast mit deinem traurigen... Oh Gott, Namen sind unterschiedlich. Ich habe meinen Namen erst neulich geändert. Ja, zeig mir mal schön hier auch deine Fingers, ne? So, jetzt werden wir ja mal gucken, ob das hier alles so stimmt, ne? Thomas... Ja, das stimmt sogar. Sein Alias ist Thomas Wenner. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Ich habe ja schon Einreise genehmigt. Okay, viel Spaß, Thomas. Ach Mann, hoffentlich ist er jetzt glücklicher. Jetzt, wo du hier bei uns bist. Ah, der kann jetzt Schlitten fahren. Ja. Hallo! Papiere bitte! Ja, warte mal, aber du willst. Oh Gott. Nee, dir fehlt was. Verpassen Sie mir einen roten Stempel. Echt jetzt? In Impoango. Mit einem roten Stempel komme ich aus meinem Vertrag in Arzt Totzka raus. 10 Credits für Sie. Die 10 Credits nehme ich. Abgelehnt! Bitte! Gib mir die 10 Credits. Hä? Danke? Ja! Dankeschön. Zack, nächster. Ja, ja, ist mir egal. Person war einreiseberechtigt. Ja, sie wollte aber nicht. Hallo, Mister. Guten. Der sieht ein bisschen. Nee. Nur zu Besuch, Aufenthalt. Wieso guckt der auf seinem Passfoto so traurig? Obwohl, wenn ihr mein Passfoto sehen würdet. Uiuiuiui. Ist eigentlich immer noch dieses Verbot? Asylbewerber? Nee, alles gut. Okay, Sir. Oh Gott, mein Handy hat gerade geklingelt. Wer ist es? Oh, es ist Obama, der mir geschrieben hat. Er hat Beef mit Trump und die wollen sich boxen. Ja, ja, 83 Kilo, Karoshi Tushi, Chaos Tushi, ja. Das ist ja ein süßer Name. Er ist generell ein süßer Typ.
Wollen Sie nicht mal mit mir essen gehen? Nee, aber ich würde eigentlich sagen, alles ist richtig. Viel Spaß! Machen Sie mir ja keinen Ärger. Ja, wenn das jeder zwei... Ach, Mann! Daumenabdruck? Was? Ich habe... Was? Zeit ist knapp. Ich muss heute ins Land. In 3 Tagen komme ich mit den richtigen Papieren zurück. Zu beweisen gebe ich ein ganz besonderes Familienerbstück. Nee, ich will nicht deine komische Uhr. Komplett. Du kannst deine blöde Digitaluhr behalten. Ich komme später. Nein! Nein! Und nehmen Sie das alles für einen grünen Stempel. Nein, Mann! Was bist du denn für einer? Ja, du brauchst hier in deiner Brille Einreisegenehmigung für Ausländer. Diskrepanz. Verhören! Sie haben nicht die erforderlichen Papiere. Ja, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ja, tut mir leid. Aber geht nicht, Diggi. Ich habe hier heute... Ich kann nicht den ganzen Tag... Ja, und die Sachen behalte ich schön. Schön her mit der Uhr. Arsch! Oh Gott! Wie krass, das wollte ich nicht. Nimm die Sachen... Von meinem Vetter. Bitte, ich brauche nur noch eine neue Batterie. Geben Sie mir meine Uhr zurück. Das tut mir leid. Das waren... Oh Gott! Er hat ihn voll eine über den Kopf gegübbelt. Die Uhr lege ich mal schön wieder hin. Geld bleibt bei mir. Sie kriegen das zurück. Och Mann, ich wusste nicht, was ich machen soll. Das tut mir leid. Ich erstatte Ihnen das. Ich schicke es Ihnen per Post, okay? Hallo. Sind Sie eine Verbrecherin? Nein. Bleibe 90 Tage. Das stimmt. Zu Besuch haben Sie auch gesagt. Okay. Anna Kaminski. Das ist cool. 53 Kilo stimmt auch. Lange Haare haben Sie auch. Sie sehen auch so aus. Ja, ist alles eigentlich gültig. Ja, nee, 14. Da sind Sie aber ganz, ganz knapp dran. Ja, aber das sieht gut aus. Fingerabdrücke? Kann ich das irgendwie so schon prüfen? Hä? Wo, aber egal. Ist alles klasse. Bitte sehr, Frau Kaminski. Haben Sie noch einen schönen Tag. Und falls ich jetzt verkackt habe, habe ich halt die 5 Credits hier. So, nächster. Komm rein. Kommen Sie rein. Guten Tag, Papiere, bitte. Oh, warte, was ist der Zweck Ihrer Reise? Nur ein Besuch? Was ist da los? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schlüssel rein! Der kommt zu mir! Der kommt zu mir! Zack! Ich habe ihn! Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihre Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter braucht eine Bleibe. Sie haben auf dem Heimweg die Digitaluhr verkauft. Ja! Ja, Moment mal. Nicht adoptieren? Umzug in Klasse? Was? Ich muss das machen. Wenn meine Schwester... Ich wusste nicht mal, dass ich eine Schwester habe. Seit wann habe ich denn eine Schwester? Aber ich muss das tun. Ganz ehrlich. Familie ist wichtig. Ganz ehrlich. Aber ich werde trotzdem nicht in Klasse 7 ziehen. Das kostet 100. Dann bin ich wieder pleite. Tollkühner Motorradanschlag in Grestin. Wieso denn tollkühn? Oh oh. Oh oh, da... Oh, der eine kommt hier rein. Der eine kommt zu mir rein. Was passiert? Oh. An diesem Grenzübergang ist mehr los als im Krieg. 5 Jahre habe ich in Kolechien gekämpft. Falls du meinst, in Azotska ist es schlimm, in Kolechien ist es 10-mal schlimmer. Kann denen nicht verübeln, dass die herkommen. Egal, du machst deine Sache gut. Nur weiter so. Vielen Dank, Sir. Es gibt scheinbar auch nichts Neues. Dann nächster, bitte. Komm rein. Guten Tag. Papiere, bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich besuche Verwandte. Nadia Losova. Okay, ein Besuch. Ja, ein Monat. Das stimmt. 12. Jahr. Das ist richtig. Sie sind weiblich. Sind Sie eine gesuchte Verbrecherin? Nee, sind Sie vermutlich nicht. Nee. Sie haben keine Einreisegenehmigung. Da ist doch gar kein Stempel drauf. Was soll das denn? Kommen Sie mal her hier. Zack, zack. Diskrepanz. Ja, das Erforderliche. Ich verstehe Sie nicht. Arsch! Ein Moment bitte, was soll das? Ja, Sie können doch nicht hier denken und tun und lassen, was Sie wollen, ne? Komm, direkt der Nächste bitte. Komm rein. Zack, zack, zack. Hallo, oi, Sie sehen aber klasse aus. Was ist jetzt mit Ihrer Reise durchs Land reisen? Ja, da fehlt aber ein bisschen was, Kollege. So, und zwar, zack, Einreisegenehmigung, Arbeitsausweis,
Ausweisanhang? Ja, aber du brauchst doch alle Dokumente müssen... Der hat doch... Dir fehlt doch was. Ist es das? Ja, Diskrepanz, ja! Genehmigung fehlt. Ja, ja, ja. Ich brauche ich sowas? Ja, sowas brauchst du. Sonst muss ich dich hier ablehnen. Komm, zack, zack, weg. Und weg. Hier. Ich war gerade ein bisschen im Mund, Alter. Meine kleinen Schlitzer, ja. So, hallo. Sie sind kein Krimineller, hoffentlich nicht. Oh, Sie kommen aus Aztotzka. Da bin ich wieder. Wissen Sie noch? Arsbomben, noch ein Tor. Ich habe Ihnen einen tollen Wimpel gegeben. Okay. Der hat sich total aufgeregt. Der hat gesagt, wenn ich den Wimpel nicht wieder anbringe, darf ich nicht mehr ganz nach vorne im Bus sitzen. Okay. Ja, was meinen Sie? Ja, ich nehme gerne. Hier, nehmen Sie den Wimpel. Für 10 ist klasse. Okay. Ramponiert. Ja, 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 ja. So, ist das denn hier alles richtig? Sie wollen mich bestimmt ablenken. Dabei sind Sie bestimmt ein Krimineller, ne? Nee, sind Sie nicht. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Okay, hasse Philipp. Oh, den habe ich aber ganz schräg geklemmt. Geklemmt? Hier, ne? Ihr wisst, Stempel. Oh Mann, Alter. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass mein Kopf richtig funktioniert. Oder eben auch nicht. Ich habe schon wieder Kohle angenommen. Warte mal, ist das nicht die da unten? Bloß? Ne, keine Übereinstimmung. Ich komme ja gar keine Verbrecher mehr ins Land. Was ist denn da los? Besuch, 14 Tage, Iveta Stefano. Ja, sie sehen so aus. Moment mal, Iveta! Du bist doch kein Kerl! Du hast doch bestimmt... Was baumeln? Also, ist ja nun mal so. Das weiß man. Im Normalfall. So. Na, Iveta? Wie schaut's bei dir aus? Bist du tatsächlich ein Kerl? Iveta! Du bist ja tatsächlich ein Kerl! Ja, herzlichen Glückwunsch! Dann habe ich nichts gesagt, okay? Ist auch alles legit. Okay, Iveta, viel Spaß. Sorry, aber ich kann es ja nicht riechen, dass du wirklich ein Mann bist. Ich kann ja auch nur das sagen oder, ne, was ich mit meinen eigenen Augen sehe. Und da war's ein Mann. Eine Frau. Ich bleibe 8 Wochen. Okay, 8 Wochen sind 2 Monate, das ist richtig. Er sieht auch so aus. Der Name stimmt aus. Er kommt aus Londas. Das Zeichen da oben ist auch richtig. Also 84 Kilo, kurze, glatte Haare. Ja, ja, ist alles richtig, Herr Lukas. Bitte sehr. Zack. Und viel Spaß. Nächster. Bitte. Schnell, beeil dich. Oh, was? Auszustellen ist... Da ist er wieder. Hi. War nicht gleich. Zum Glück haben die Wache nicht aufgepasst. Der will viel Geld haben, lässt sich aber mit sich reden. Okay. Was finden wir denn... Ach, was hast du denn schon wieder? Diskrepanz? Nein, hab nicht wieder irgendwas. Das ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Jetzt muss ich den schon wieder in den Scanner schicken? Was ist denn mit dem falsch? Georgie! Hast du wieder eine Salami hinten angebracht? 2 Salami! Ohne Witz, Leute. Das sieht aus wie 2 Salamis. Was macht der denn immer? Was ist mit dir los? Diskrepanz. Drogen? Das Zeug sieht doch gut aus, oder? Moment, ich gebe dir 10 Credits für den Stempel. Denk an deine Familie, damit kannst du viele schöne Sachen kaufen. Für die paar harmlosen Drogen. Nein! Ah! Manchmal glaube ich, dass meine Nachbarn denken, ich bin bescheuert. Oh, keine Ahnung, wie lange ich noch durchhalte, wenn ich nichts verkaufe. Ja, ist ja nicht... Du bist ein Drogenhändler. Also, ganz ehrlich. Ich kann ihn hier nicht einfach durchlassen. Zweck Ihrer Reise? Ich komme zu Besuch. Sind Sie das? Nein, schade. Ein paar Monate. Okay, Besuch und ein paar Monate. Ja, okay, aber hat sie ein paar? Ja, 3 sind ein paar Monate. Erin Snellgrove, 56 Kilo, glatte Haare, ja, Besuch. Die Nummer stimmt auch. Ja, ich habe eigentlich nichts zu beanstanden bei Ihnen, weil der 17. ist noch nicht. Sie sehen ganz gut aus. Vielleicht wollen Sie mit mir ja einen Kaffee trinken. Das wäre wirklich klasse. Also, ich bin immer noch verheiratet. Ja, es ist blöd. Es könnte zu einem Problem werden, verheiratet zu sein. Und dann darf man nicht mit anderen Frauen treffen. Hör, was denn jetzt? Diskrepanzen hervorheben? Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, warten Sie mal, Harald Lutin. Was hast du gelabert? Ich bleibe einige Wochen, 14 Tage. Transit durch Aztotzka. Ja, das ist ja kein Verbrechen, 79 Kilo. Männlich, Les Renardi, der Stempel, der passt auch. Ja, ich wüsste eigentlich nicht, weshalb ich sie nicht reinlassen sollte. Dieses ist auch alles noch gültig. Hultin Harald,
Ja, Harald, dann wünsche ich dir viel Spaß bei uns. Und bitte kein Ärger, okay? Danke. So, komm, bitte nächster. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo! Oi, Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Freunde besuchen. Dauer? Bleibe ein paar Wochen, das stimmt. Glorian, weiblich, glatte Haare, 55 Kilo, Elizabeth Cleven. Ja, das stimmt auch. Ich wüsste nicht, was hier falsch sein sollte. Dementsprechend lasse ich Sie einfach mal rein, oder? Ja, das können wir ganz schnell abhaken. Okay, viel Spaß. Ja, ja, machen Sie mir keinen Ärger. Nächster. Komm rein. Hallo. Sind Sie ein Verbrecher? Nein. Moment mal, dir fehlt doch wieder hier Arbeit. Hast du da dieses Dokument dabei? Du hast einen Fehler. Ah nee, Asylbewerber. Ups. Sorry, hab mich vertan. Und wieso klingelt jetzt schon wieder mein Handy? Was ist denn da los? Da kann ich so hier 3 Monate. Bleibe ich hier 3 Monate. Cool, ja, das ist gut. 106. Du wiegst 106 Kilo? Okay, er ist auch 1,88 groß. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr wiegen. Aber das ist auf jeden Fall krass. Der hat immer seinen Teller leer gegessen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß. Zick. Ach Gott, diese ganzen Zettel, die man jetzt immer hat. Ja, 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 komm. Nächster. Mann, was geht's? Hör doch mal auf, dass das hier ständig klingelt. So wichtig kann es doch gar nicht sein. Papiere bitte. Oh, alles gut. Ich möchte Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts, bleibe ein paar Wochen. Jan Hartmann. Oh, das klingt wie so ein richtig deutscher Name. Hey, Jan Hartmann. Hardy, bist du Verbrecher? Nee, bist du nicht. 86 Kilo, Hartmann, das stimmt. 1,84 stimmt auch. Ja, Hardy. Guter Typ, du kannst rein. Viel Spaß. Nein, 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 komm, der Nächste. Bitte noch der Nächste. Bitte, 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 bitte. Ach, Mann. Alles gut? Ihre Nichte hat die Ersparnisse ihrer Mutter mitgebracht. 100 Credits. Als Oppi. Läuft bei mir. Okay, okay, meine Damen und Herren. Das war's mit der heutigen Folge von Papers, Please. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ihr Bock auf mehr habt. Und habt alle noch einen traumhaften 14. Tag. Haut rein. Ciao, ciao.